kleine Ergänzung zum letzten Video, in welchem ich sagte, dass das neue Anti-Drogen-Gesetz rein theoretisch Käse verbietet. Es gibt einen Absatz, der lautet: Vom Verbot ausgenommen sind nach dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik anerkannte Verwendungen eines neuen psychoaktiven Stoffes zur gewerblichen, industriellen oder wissenschaftlichen Zwecken. Dieser Absatz könnte der Absatz sein, der das Verbot von Käse ausschließt. Wow, aber nichtsdestotrotz, das war eine sehr komische Umschreibung von Käse, dieser Absatz. Macht diese Ausnahmeregelung das Gesetz schlauer? Nein, denn die Chemiker unter euch haben mir etliche weitere Dinge geschickt, die laut dieses Gesetzes verboten wäre, wenn es diese Ausnahmeregelung nicht geben würde, obwohl das Dinge sind, die wir beinahe alle im Alltag benutzen. Also ist das Gesetz grob formuliert ein Gesetz, in dem steht: Wir verbieten nahezu alles! Außer es ist halt was, was man braucht, das ist klar, ne? Es macht einfach keinen Sinn, da chemisch so genau ins Detail zu gehen, wenn fast genauso viele Substanzen unter diese Ausnahmeregelungen fallen, wie überhaupt verboten werden. Wo wir gerade schon so schön bei Drogen verboten sind, viele von euch fordern immer, dass ich ein Video mache, wie es überhaupt dazu kam, dass Drogen verboten wurden oder warum Drogen verboten sind. Googelt diese Frage mal und stellt fest, dass beinahe jeder Treffer eine andere Antwort ergibt. Da ich mich noch nicht entschieden habe, welche dieser Theorien plausibel genug sind, dachte ich mir, mache ich jetzt hier mal ein Video, in dem ich alle Theorien vortrage. Und ihr schreibt mir dann, welche Theorien ihr für sinnvoll haltet. Ich freue mich auch über Links zu Artikeln, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Theorie 1. Drogen sind böse. Das, was wir von der Regierung immer gesagt bekommen, warum Drogen verboten sind, ist, dass Drogen schädlich sind und deswegen müssen Drogen verboten sein, damit weniger Menschen geschädigt werden. Treue Zuschauer meines Kanals wissen natürlich, dass diese Rechnung nicht aufgeht und dass das Verbot sehr viel mehr Menschen schadet als hilft. Hier bleibt natürlich die entscheidende Frage: Ist die Regierung wirklich so blind? Reden die sich wirklich ein, dass sie hier das Richtige tun, oder geben sie sich nur nach außen so und wissen in Wirklichkeit, dass eines der folgenden Theorien vielleicht der wahre Grund sind, warum Drogen verboten sind? Theorie 2. Drogen regen zu sehr an, gegen das System zu sein. Diese Theorie wird vor allem angewendet als Begründung für das Verbot von psychedelischen Substanzen. Psychedelische Substanzen lassen einen anders denken, einen die Welt von einem anderen Blickwinkel sehen. Oft verändert sich die Denkweise eines Menschen dabei so, dass man weniger Wert auf Geld und Besitz legt und das System eher hinterfragt. Man ist also dann eher dazu geneigt, nicht im Sinne unseres kapitalistischen Systems zu handeln, was Regierungen und kapitalistische Unternehmen natürlich nicht wollen. Die wollen schöne Arbeiterbienen, die von 8 bis 18 Uhr arbeiten und ja nicht demonstrieren oder irgendwie gegen den Strom schwimmen. Prohibition ist ja dann auch erst ganz groß geworden, als die Hippies diese Kulturrevolution sozusagen ausgerufen und proklamiert haben durch das LSD. Und seitdem ist den Regierungen dieser Welt durchaus bekannt und klar, dass solche Substanzen also die Menschen verändern können. Eine Art und Weise, die Regierung überhaupt nicht in den Kram passt. Theorie 3. Lobbyismus. Viele behaupten, dass der Einfluss der Pharmalobby dafür sorgt, dass Drogen verboten sind und bleiben. Denn viele illegale Drogen sind eine große Konkurrenz für herkömmliche Medikamente und würden den Umsatz der Pharmaindustrie senken. Die Legalisierung des Hanfanbaus würde bedeuten, dass sich schwerstkranke Menschen eine Medikamentenpflanze in ihr Zimmer stellen könnten, ohne dass die Pharmaindustrie auch nur einen Cent daran verdient. Doch auch viele andere illegale Drogen haben medizinisches Potenzial. Oft wird dabei schneller eine Heilung erzeugt als durch herkömmliche Medikamente. Natürlich ist es besser für die Pharmaindustrie, wenn man jeden Tag gegen Depressionen eine Tablette nimmt, anstatt dass man eine jetzt illegale Droge nimmt, wo die Depressionen oft für einen längeren Zeitraum dann nach einem einmaligen Konsum nicht mehr auftreten. Doch nicht nur die Pharmalobby könnte ihre Finger im Spiel haben, auch die Alkohol- und Tabaklobby. Diese haben derzeit quasi ein Monopol auf Rausch und wollen vielleicht auch, dass das so bleibt. Man kann diese Lobbyliste aufgrund der Hanfpflanze sogar noch mehr erweitern. Denn man kann aus Hanf ja alles Mögliche machen. Motorrad, Gitarre, Skateboard und Kleidungsstücke, wie ihr in meiner Amsterdam-Folge sehen konntet. Wenn Hanf legal wäre, wäre das dann ein viel zu großer Konkurrent für zum Beispiel die Baumwollindustrie. Die Tatsache, dass man Nutzhanf ohne THC
was ja für eine Kleidungsherstellung reichen würde, nicht ohne weiteres anbauen darf, könnte ein Indiz dafür sein, dass an dieser Theorie was dran ist. Was gegen diese Theorie spricht, ist, dass Baumwollfarmer ja eigentlich dann bei einer Hanflegalisierung selbst auch einfach auf den Hanf umsteigen könnten. Theorie 4, Rassismus. Bis heute werden in den USA mehr Schwarze für Drogendelikte verhaftet als Weiße, obwohl statistisch gesehen Weiße und Schwarze genau gleich viel Drogen konsumieren. Vor kurzem gab es auch einen Bericht dazu, dass John Ehrlichman, ein Berater von Nixon, der Präsident, der damals den ganzen Drogenverbotswahn angefangen hat, vor seinem Tod angeblich zugab, dass sie damals wussten, dass sie irgendwelche unwahren Horrorgeschichten über Drogen verbreiteten und dass der wahre Grund für die Verbote eigentlich der war, dass sie damit gut politische Gegner verfolgen konnten. Politische Gegner von Nixon waren unter anderem Schwarze und Hippies. Harry Anslinger, Vorsitzender des Federal Bureau of Narcotics, betrieb dort auch noch Jahre später rassistisch motiviert Propaganda gegen Cannabis und Opium. Er behauptete Dinge wie, dass Cannabis schwarze Männer dazu anregt, weiße Frauen zu vergewaltigen. Als Mitglied der Drogenkommission der Vereinten Nationen konnte Anslinger in den 60er Jahren ein weltweites Cannabisverbot durchsetzen. Und schließlich Theorie 5 wegen den Wählern. Vielleicht haben Regierungen schon längst eingesehen, dass sie damals einen Fehler gemacht haben und es keine gute Idee war, all diese unnötigen Lügen über Drogen zu verbreiten. Die Regierung war aber so erfolgreich mit den Anti-Drogen-Kampagnen, dass ein großer Teil des Volks noch immer glaubt, dass das Drogenverbot Sinn macht und dass nahezu nur negative Folgen von Drogenkonsum entstehen können. Und wenn sie jetzt bekannt geben würden, dass die Drogenverbote ein Fehler waren und dass sie jetzt bald alle Drogen legalisieren würden, würde das Volk natürlich ausflippen und nicht mehr für sie stimmen, weil das Volk zurzeit auch noch gegen eine Drogenlegalisierung ist. Wie oft hört man Marlene Mordler sagen, ja, Cannabis sollte nicht legalisiert werden und das sieht auch das Volk so, denn ein Großteil des Volks ist gegen eine Cannabis-Legalisierung. Ja, wenn es viele sagen, dann muss es ja schließlich stimmen. Und welche Theorien findet ihr gut? Im Grunde schließen sich die Theorien ja nicht gegenseitig aus. Vielleicht stimmen ja alle. Auf meinem Facebook-Account werde ich demnächst Karten für die Hanfmesse in Berlin Mary Jane verlosen, auf die ich selbst auch gehen werde. Haltet da Ausschau danach, weil falls ihr da hingehen wollt. Wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.